und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video. Und wie letztes Jahr schon werde ich das Silvester wieder ein bisschen mit der Kamera begleiten. Das ist ja letztes Jahr wirklich gut angekommen und deshalb habe ich mir gedacht, dass ich das einfach nochmal mache. Und letztes Jahr waren ganz, ganz viele schockiert, dass ich am 31. erst relativ spät anfange zu zünden. Und das werde ich dieses Jahr anders machen, denn ich werde schon am 30., also heute quasi, die ganzen Vorstellungen für die Artikel drehen. Und dann habe ich den 31. quasi frei und muss da nichts mehr drehen und kann eigentlich den ganzen Tag ballern. Mein Silvester beginnt ja eigentlich mit der Einkaufstour. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, verlinke ich die auf jeden Fall mal. Aber die richtigen Vorbereitungen beginnen erst mit der Vorstellung der ganzen Artikel. Und so sieht das dann dieses Jahr ungefähr aus. Ja, bla bla bla, das ist der Artikel. Ja, und dann werde ich hier die ganzen Vorstellungen filmen. Die beiden Kisten müssen wir noch, ist jetzt eigentlich nicht mehr so viel. Und danach werden von jedem Artikel noch ein paar Fotos gemacht, hier mit einer schönen fetten Kamera. Und ja, ich würde sagen, ich drehe jetzt noch weiter die Vorstellungen und dann sehen wir uns später nochmal wieder. Ja, fast alle Vorstellungen von den einzelnen Artikeln sind fertig und jetzt werden hier noch schöne Produktfotos gemacht. Und wie es geworden, sieht man nicht. Oh, doch, da. Geil. Sehr, sehr schön. Ja, wunderbar. So läuft das. So, es ist inzwischen eine Stunde später und die Fotos sind alle gemacht und die meisten Vorstellungen habe ich auch schon fertig. Von dem Zeug, was neu dazugekommen ist und auch von den ganzen Pyroland-Batterien. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind hier die Sortimente und hier noch so ein paar Kleinteile, aber es ist wirklich nicht mehr viel. Aber ich denke mal, ich mache jetzt Feierabend, damit ich genug Schlaf kriege und dann an Silvester, also am 31. Morgen, fit bin. Also, dann sehen wir uns an Silvester wieder. So, es ist jetzt der 31.12. ungefähr 10 Uhr. Hier ist noch alles richtig schön gefroren und ja, die Welt wacht so langsam auf und wir haben ja so krass unfassbar geiles Wetter, also so gut war es seit langem nicht mehr. Ja, und ich werde jetzt noch ganz schnell alle Vorstellungen fertig drehen und dann habe ich frei und kann ich den ganzen Tag böllern. Geil. Wir haben inzwischen 14 Uhr, hier eine schöne Kiste haben wir zusammengepackt mit ganz viel Knallerzeug, was wir hier jetzt verfilmen werden. Und du hast schon wieder Bock? Ja. Dann Soundcheck machen. Oh, geil, ey. Ja! Was ein... Oh, schönes Wetter. Guck mal, die Vögel, ey. Wunderschön. Die haben wir gerade wach gemacht. Ach, wirklich? Boah, kommt schon wieder alles entgegen. Echt? Das ist nie von diesem Jahr. Oh, echt? Hier ist mir gerade was entgegengekommen, ja. Oh, jo, das geht aber. Ich habe die eben schon getestet. Gut? Sind gar nicht mal so gut. Ja, erstmal, ich weiß es noch nicht. Boah, sind die dumpf. Ja, das lag, weil das jetzt im Moos lag. Im Moos. Alten Schlappen, ey. Die sind aber nicht schlecht. Aber nicht schlecht, wollte ich sagen. So, komm, dann fangen wir mal an, ja? Ja. Gut. So, wir haben gerade noch ein paar Tests gedreht und da oben irgendwo hört man Stimmen. Jetzt senden wir erstmal einen kleinen pyrotechnischen Gruß. Da oben. Die sind direkt da oben irgendwo. Ja komm, pull mal einen los. Jetzt erstmal gescheppert. Was hat der gerufen? Hau ab! Nein, das sind Holländer. Echt? Der hat Hello gerufen. Holländer? Ja. Kleine Hello. Poison oder was? Der hat Hello gerufen. Da oben sind sie, guck mal. Warte. Da. Sieht man jetzt nicht. Wir haben jetzt 18 Uhr. Nein, nicht ganz. 17.30 Uhr. Und wir haben schon richtig viel geballert. Und wir sind jetzt dabei, die Batterien vorzubereiten, also einfach ganz easy die Lunten freizulegen, damit wir das dann in der Kälte nicht mehr machen müssen. Dann kommt es einfach wieder hier rein, Deckel wieder zu und hinten in die Kiste. So, und da haben wir jetzt erstmal ein bisschen zu tun, würde ich sagen. Rein damit. Hier müssen wir schon im Karton mal hier mitmachen. Es gibt nichts über einen guten Spachtel. Und eine gute Kelle. Und eine gute Kelle.
Die Kisten mit den Batterien sind jetzt soweit fertig, also alle Klebestreifen entfernt und Schutzklebeteile und Folien und so weiter. Jetzt gleich ist 18 Uhr, ich stelle jetzt nochmal so ein paar Videokisten zusammen, was ich dann gleich noch abfilmen werde. Ja, und dann habe ich eigentlich nichts mehr zu tun. Also dann kann eigentlich nur noch geböllert werden. Okay, ja, was baut ihr euch denn schon wieder hier? Das weiß ich auch nicht. Junge, Junge. Oh, Herre. Weg, 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 weg. Oh, geil. Gemischt? Ja. Ja, Hammer. Geil, ey. Ohne Spaß, das Ding ist so nützlich, ja? Du kannst da erst... Wow, Alter. Alter. Oh, das hätte mir ja fast die Zwiebel weggeballert, ey. Erst ist richtig gut und dann kannst du es noch schön als Abschussrampe nutzen. Geil. Kamera ist an. Ja, okay. Komm, den ersten... Warte, also, wir machen jetzt hier Thunder Kong ins Rohr. Dann nimmt man so seinen Brenner. Ja. Und dann zündet man den an. Und dann geht man weg. Oh. Oh Gott, Alter. Und dann merkt man, wie heftig das scheppert. Boah. Alter. Der fliegt uns immer an. Nix macht der. Scheiße. Ja, hier ist er. Ja, geil. Ist mir hinterhergekommen. Ja, hat auch geklappt. Ist denn Kubi? Zündet ihn an? Ja. Und wirft ihn da rein. Ach so. Oha. Ja gut, das war jetzt nicht so krass. Einen hast du nochmal? Ja. Oh. Ist aber lustig. Ja. So, es ist 22.30 Uhr. Der ganze Kofferraum ist bis hinten hin voll. Mit Feuerwerk, also mit Batterien und so und Raketen und hier losen Raketen und wirklich allem Möglichen, was es so gibt. Ja, und damit werden wir uns gleich an unsere Zündstelle begeben. Und ja, ich bin wirklich mal gespannt, wie das so wird. Wir fahren schon um 11 Uhr los, fahren auch nur 5 Minuten. Dann fangen wir direkt schon mal mit den Raketen an. Und danach werden wir so nach und nach mit den ganzen Batterien anfangen. Aber es wird auf jeden Fall richtig lustig. So, wir haben jetzt hier unsere Location erreicht. Da unten ist wieder das ganze Dorf. Noch ist keiner am Ballern, aber wir machen hier schon mal einen Soundcheck. Bin ich ja mal gespannt. Fall, Alter, das ist ja hier Winter. Winterwunderland ist das. Boah. Wunderbar. Sehr schön. Wie ihr seht, war da richtig dichter Nebel und deshalb haben wir so 20 Minuten vor 0 Uhr nochmal die Location gewechselt. So, wir haben jetzt nochmal die Location gewechselt, wieder im letzten Moment, weil da einfach überall Nebel war. Boah, und hier ist jetzt der Schall des Todes. Ja, hier ist eigentlich ganz cool, finde ich. Ey, komm, wie viel haben wir denn? 56. Boah, komm, was soll man denn für einen Oschi auspacken jetzt? 13 Schüsse. Genau, hier. Ja, lass sie da stehen. Genau. So, für die jetzt die erste. An der Location konnten wir eigentlich ganz gut ballern, wie ihr seht. Aber bei dieser Batterie hier war der Nebel dann doch zu krass. So, okay, hier ist jetzt echt vorbei. So, es ist jetzt gerade so krass neblig, dass man nicht mal die Effekte oben sieht. Deshalb müssen wir jetzt wieder woanders hinfahren. Wir haben mittlerweile ja, 12:30, glaube ich. Hier so ein paar Batterien haben wir schon geschossen. War auf jeden Fall schon richtig nice. Aber ja, wir müssen jetzt doch nochmal irgendwo anders hinfahren. So, wir haben jetzt unglaublicherweise noch eine Stelle gefunden. Aber ist geil. Und da unten, ja, das sieht man jetzt nicht, glaube ich. Aber da unten ist einfach nur alles voll mit Nebel. Alles voll. So, und wir packen jetzt mal noch unsere Batterien aus hier. So, wir haben jetzt knapp 3 Uhr nachts und wir machen jetzt gerade hier unsere die ganzen Batterien einzusammeln an den verschiedenen Stellen, wo wir jetzt waren. So, es ist 4:30, seit einigen Stunden nichts mehr gegessen.
Jetzt gibt es erstmal eine Pizza. Und ja, somit ist dann Silvester für dieses Jahr schon vorbei. Aber wir sehen uns natürlich morgen nochmal wieder. Am Tag danach sozusagen. Gut, und ich werde jetzt mal losziehen und auf das Feld fahren und da noch ein paar Schnipsel aufsammeln. Ja, das hier war unsere kleine Böllerstelle. Ich habe jetzt hier die wichtigsten Sachen, die nicht verrotten, mal aufgesammelt. Und die Aussicht hier sieht so aus. Und direkt hier vorne ist so eine alte Militärbasis. Hier ist sogar ein Wachturm und so. Und ja, also hier ist sonst wirklich nichts. Also nur Militär. So, ich räume jetzt auch alles weiter auf und dann wird noch mal ein bisschen geböllert. So, wir fahren jetzt hier zu unserer Böllerstelle. Tank ist wie gewohnt wieder leer und wir haben jetzt diesen ganzen Kofferraum wieder voll mit Knallerzeug und ja, dann würde ich sagen, wir gucken mal, ob wir da überhaupt noch ankommen. So, Location haben wir jetzt gefunden, guckt euch das an. Alter, ist das geil hier. Da bin ich ja mal gespannt, heftig. Geil, ey. Der Schall ist echt Hammer hier. Sehr schön. So, mit dem ganzen Zündeln sind wir jetzt fertig am Tag. Coole Stelle gefunden und natürlich direkt anhalten. Erstmal einen Thunderkong ballern. Denn das geht nur an Silvester und das muss man ausnutzen. Geil, ey. Hammer. Und? Yay! Yeah. 200.000. Yeah. So, es ist jetzt abends oder dunkel. Wir haben hier jetzt wieder ein bisschen Feuerwerk aufgebaut. Und ja, jetzt werden wir noch mal ein bisschen böllern. Also, das ist, glaube ich, das Silvester, wo ich am meisten böller. Das ist so geil hier. Will einer ein Duplo? Oh, wir haben genau noch 3. Nee, 4. So Leute, das war jetzt mein Silvester. Wirklich 2 Tage fast durchgeböllert. Er auch. Aber er war halt an Silvester nicht dabei, nur jetzt hier am 1.1. Wir haben ganz, ganz viele Videos gedreht. Da wird auf jeden Fall ganz viel kommen im Jahr. Und ja, jetzt ist Licht aus. So, und ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn ihr das nächstes Jahr nochmal haben wollt. Nein, wollen wir nicht. Und wenn ihr das nächstes Jahr nochmal haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann und haut rein.